Hallo, ihr Hübschen. Ja, ich mache jetzt wieder so zappelige, zappelige Sachen hier. Also ich sitze hier gerade noch so bequem rum und möchte euch wie immer wieder was erzählen. Ich meine, ich habe ja die letzten Tage nichts gesagt, ne? Quatsch. Also, ich habe die letzten Tage viel nachgedacht. Ich mache jetzt YouTube. Oh, wie schön, ich denke darüber nach, nicht nur denke darüber nach, sondern ich wünsche mir wirklich die Technik und die Grafikprogramme und was auch immer zu besitzen, ja, um meine Webseiten auf den erstens neuesten Stand zu bringen und zweitens auch, ja, wirklich neu zu gestalten, neue Sachen draufzuschreiben, also alles neu zu formulieren. Und ich wünsche mir, weil dieses ganze Thema kam ja jetzt hoch wegen diesem, ich meine, für mich kam das jetzt hoch, so wegen ein Twitter-Profil, ja, was wohl jemand geklaut hat, die Bilder oder was auch immer. Ich bin ja immer noch nicht ganz so schlau dadurch geworden, aber ich bin schlauer für mich geworden, weil ich wünsche mir das so, weil ich das jetzt auch auf mehreren Homepages gesehen habe, dass viele Homepage-Besitzer auch ihre YouTube-Kanal, Twitter-Profil oder Seite und Instagram-Profil-Seite und auch Facebook-Seite oder Profil auf ihre Webseite haben. So, das hat mich halt nicht nur stutzig, das hat mich halt so begeistert erstens, weil wenn eine Person sowas alles auf seiner eigenen Webseite hat, dann ist es ja wohl, ich meine, dann ist es doch wohl das richtige Profil. Also ich meine, dann gehört es ja auch zu dieser Person, die Webseite gestaltet hat oder gestalten lassen hat. So, meine Meinung. So, es kann natürlich immer sein, dass auch die Webseite oder die Profile von was auch immer gehackt werden können oder vervielfältigt werden können, kann, was auch immer. Aber ich wünsche mir einfach nur, dass ich das in Zukunft auf meinen Webseiten auch habe, dass ich meine Webseite halt mit meinem Facebook-Profil oder Seite, wie auch immer, und Instagram- und Twitter-Profil-Seite verbinden kann. Damit ihr halt auch, ich meine nicht nur ihr, sondern damit ich auch im Klaren damit, für mich auch im Klaren damit bin, so dass es halt zusammengehört, ja, und dass es auch, dass ich hier selber persönlich sitze, ja, und ich bin kein Fake, Leute. Also ihr könnt gerne, ich meine, wir können uns gerne irgendwo treffen, irgendwann, irgendwo. Ich meine, ich könnte ja auch irgendwie so ein Treffen organisieren. Hätte kein Problem damit. Wo, wie, wann. Und das steht alles, kann alles in den Sternchen stehen. Aber ich wollte das einfach mal so euch sagen und berichten, was ich mir halt wünsche und was ich aus diesen ganzen Gedanken oder auch aus diesem Profil mir so genommen habe, weil es war, ich meine, das habe ich ja in diesem einen Video gezeigt, also wirklich, es tat mir wirklich in der Seele weh, weil, nicht nur, es tut mir immer noch ein bisschen in der Seele weh, weil es ist echt, wer auch immer dahinter steckt, es ist scheiße von dir, bitteschön, es ist echt scheiße von dir, wenn du wirklich irgendwelche Menschen Bilder klaust und dich für diese Person ausgibst. Also wenn du wirklich anders sein möchtest, ja, also weil du willst, was weiß ich, Sänger, Schauspieler, Moderator, irgendein Regisseur, Buchautor oder was weiß ich sein möchtest, ja, oder irgendwas Großes, irgendwie was, oder was weiß ich, zigtausend Autos verkaufen möchtest oder Millionär sein möchtest, es ist, ich sag mal, es gibt die Möglichkeit, Mensch, aber eine andere Möglichkeit, du kannst das für dich erarbeiten, ja, Anführungsstrichen, es ist dein Weg. Ja, und dann bräuchtest du oder solltest du wirklich dein Bild da reinsetzen und deinen Namen und weniger irgendwie einen anderen Namen und andere Bilder klauen, so, ne? So viel dazu, weil ich komme, ja, ne, also ich könnte, nein, ich kann, ich sag euch einfach ehrlich, ich wollte als Kind auch anders sein, ich wollte anders sein, ich wollte so aussehen, was weiß ich, wie, was weiß ich wären, ich sag jetzt keine Namen, von diesen Personen, von diesen Models und Schauspieler und was weiß ich, die ich so, Moderatoren, Sänger, Sängerin, was ich, also ich meine, ich rede jetzt von Frauen, ja, wo ich so aussehen wollte oder
anders aussehen sollte. Also ich wollte sowieso auch anders als die aussehen, sondern noch viel schöner, in Anführungsstrichen, viel besser sein als sie irgendwie so. Und ich denke mal, dass jeder irgendwie mal so einen Tick hatte oder so einen Gedanke, ach, wenn ich so aussehe wie die, dann werde ich vielleicht besser, also ich werde sowieso besser sein, aber ich werde anerkannt, ich werde besser aussehen, ich habe bessere Chancen für, was weiß ich, für welche Wege auch immer oder Berufe. Es ist irgendwie falsch. Also ich meine, es ist richtig, diesen Gedanken zu haben, aber auf einer Seite ist es ja falsch, weil du dich ja selbst gar nicht selbst anerkannst, erstens, und zweitens auch überhaupt nicht selbst vielleicht liebst, oder du denkst dir einfach, ey, scheiße, wie fett bin ich denn oder wie sehe ich denn aus? Was habe ich da für eine Speckrolle? Oder ach, scheiße, ich bin viel zu schlank. Mir wird immer gesagt, oh, ich sehe aus wie ein Skelett oder was weiß ich. Und hallo, wenn du dich echt selbst anerkennst, also dich auch selbst wertschätzt, ja, wie du bist, egal ob du jetzt eine Stimme hast, was auch immer für eine Stimme, dann ist das wirklich, es ist... Nimm dich so, wie du bist, ja, und hab dich lieb, ja, bitteschön. Dann geht's auch alles wieder bergauf. Ich meine, dann hat man Spaß daran. Ich meine, ich sag jetzt so von mir aus, ja, ich fand mich immer hässlich, so ein bisschen, wirklich. Also eigentlich fand ich mich auch schön, aber irgendwie, ich sag einfach so, ich konnte mich selbst nicht hören. Also ich habe gesungen, ja. Ich habe zwar gesungen, ich habe CDs aufgenommen, ich habe auch meinen eigenen Text als Lied rausgebracht, sozusagen. Also für mich, das, weil es mein Wunsch war. Aber ich habe meine Stimme überhaupt nicht gemocht. Also ich habe gedacht, ey, weil die eine Seite sagte so, ah, du singst super oder du bist schön und alles gut. Und die andere Seite sagt so, ey, boah, hör auf zu singen, du jodel mal nicht so rum oder was weiß ich. Und ich sage immer nur, jeder kann singen, jeder kann auch was sagen. Jeder kann wirklich singen, egal ob du jetzt mal so wie ich jetzt gerade einen Frosch im Hals hast oder so einen schieben Ton rausbekommst oder doch voller Freude und Kraft deine Stimme einfach zum Singen bringst, weil du gerade Lust drauf hast, ja? Ob du ein Mann bist oder eine Frau, das ist wurscht, ob du ein Kind bist oder weiß ich nicht. Ich finde, das ist, jeder kann es, ja? Jeder kann alles, wenn du willst, wenn du möchtest. Wenn du den Wunsch hast, wenn du ja dir denkst, so, ey, scheiß auf die anderen, die dir was weiß ich was sagen, dann kannst du das auch, ja. Also ich habe es ja einfach auch für mich gemacht. Ich meine, ich habe einfach weiter gesungen für mich, weil ich habe sie zwar nicht ganz gemocht, ja, aber ich habe sie doch zwischendurch gemocht, meine Stimme, ja. Und zwischendurch hatte ich halt so, weil es halt von der einen Seite kam, du singst scheiße und du siehst scheiße aus. Und bei der anderen Seite, ach, ich bin total verliebt in dich. Ich hab so was weiß ich für Fantasien. Oder, ey, ich liebe deine Stimme. Wann kommt denn endlich wieder mal was Neues von dir raus? Oder gibt es irgendwann ein Album von dir oder sonst was? Also gibt es auch welche, die mich so angeschrieben haben oder mir das auch selber so gesagt haben. Wo ich dann immer gedacht habe, okay. Und, ja, das war halt früher so. Und jetzt, seit letztem Jahr so, also nachdem ich sozusagen meinen großen Wunsch, den ich so hatte und überall aufgeschrieben hat seit 2005, so, ich hatte halt den Wunsch, ein arbeitsreiches Leben, Leute. Wie kann man auf diese Idee kommen? Keine Ahnung, also da war auch weniger drin, ob ich mit diesem arbeitsreichen Leben mein Leben finanzieren kann, ob ich davon Essen kaufen kann, ob ich meine Miete zahlen kann oder sonst was. Ich wollte einfach nur arbeiten. Und das war mein Ziel, ja, und mein Wunsch. Und den habe ich mir sozusagen erfüllt und habe einfach alles andere vergessen. Also ich meine, wirklich, ich habe doch alles vergessen. Also ich habe 10 Jahre lang, steht jetzt schon meine Webseite einfach so rum. Es ist nichts Neues drauf. Ich meine, es ist nichts, nicht richtig aktualisiert. Es sind Links da drauf, die existieren weniger oder führen irgendjemand, was weiß ich, wohin. Und es ist total alte Bilder und alten Schrott drauf, in Anführungsstrichen. Entschuldigung, es ist jetzt meine Meinung. Andere sagen vielleicht auch, wie schön, man kann sie sich immer angucken. ja. Und deswegen wünsche ich mir das so. Und bin echt gespannt, ob das irgendwie dann irgendwann so klappt, wie ich mir das vorstelle. Und zweitens habe ich halt letztes Jahr wirklich richtig zu mir gefunden. Ich war richtig total in mich selbst verliebt. Ich konnte mich selbst hören. Ich mochte sogar meine Stimme. Also ich meine, ich habe ja auch selbst
schon eine Radiosendung moderiert, ne? Und ich habe mir dann diese alten Dinger, also diese alten Schinken sozusagen, in Anführungsstrichen, sind auch ein paar Jahre erst her, ne? Angehört und habe gedacht, oh, wie schön, hört sich gut an. Ich meine, überhaupt, ich habe das alles so, ich habe das, also ich liebe das richtig jetzt so. Ich meine, ich höre mich gerne jetzt noch zu, so. Ich meine, ich gucke mir auch gerne meine Videos hier an, ja? Lach mich dann zwischendurch selbst kaputt, halb, nein, Quatsch. Aber, und auch alle anderen Sachen, also, ich, finde meinen Weg so richtig und bin stolz auf mich, egal was ich gemacht habe und egal welche Wege wohin geführt haben. Genauso wie jetzt, also jetzt aktuell, ich meine, ich hatte den Gedanken so. Der erste Gedanke war so, ich habe so in Erinnerung geschwelgt dann so mit der Musik so und mit allem, was da so gewesen ist. Und dann, also positiven Sinn, ja. Und auf der anderen Seite, wie ich gerade gesagt habe, der eine sagt, ey, du singst scheiße und der andere singt, ach, du bist ganz toll. Und das war so in meinem Kopf auch drin, so weniger mit dem Singen, sondern mit allem, was ich gemacht habe. So, dass es halt so positive Sachen waren, was für Menschen ich, so welche Menschen mir begegnet sind in den Jahren, so ob es Künstler waren, Manager oder was weiß ich, also ich meine jetzt von der musikalischen Sicht, ja. Natürlich habe ich auch dann andere Sachen so gedacht, Schulzeiten und sonst was. Und jedes Mal kam dann halt immer diese negative Seite und diese positive Seite. Also die positive Seite war natürlich auch schön, also diese Gedanken natürlich, aber irgendwie hat sich diese negative Seite in mir, also in meinem Kopf so richtig groß gemacht. Ja, ich habe die ganze Zeit an so Sachen gedacht, so ja, wie ich dann sozusagen erste Nachrichten bekommen habe über mein Gästebuch oder über E-Mails so mit Morddrohung. Ich sage das jetzt ehrlich mal, oder andere Drohungen oder andere negativen Sachen, so wie ich das gesagt habe, also du singst scheiße oder hör auf mit deiner Webseite oder lass das da bleiben oder was weiß ich und keine Ahnung. Und dann habe ich da, das war wirklich sehr extrem und deswegen habe ich auch gedacht, dann nicht nur gedacht, wo dann dieses Profil, dieses Twitter-Profil mich angeschrieben hat, wo ich dann gedacht habe, ich bin im falschen Film, Leute, ehrlich, ich meine, ich habe ja nicht mal an diese Person gedacht. Ich meine, auch nicht an dieses Bild. Also, ich hab nur an andere Personen gedacht in der Vergangenheit, die so ein bisschen negativ bei mir waren. Also, so überschwänglich so. Und mir gesagt haben, so, hör auf mit dem Müll. Lass es bleiben. Hör auf zu singen. Was steckst du den Leuten alle dein Geld im Arsch? So, ich meine, ich habe ja CDs gekauft bis zum Geht nicht mehr. Ich meine, nicht nur CDs, sondern ich habe für Nachwuchskünstler, Sängerinnen und Sänger in der Schlager- und Volksmusikbranche, in Anführungsstrichen, also auch die ganz Kleinen so, die waren 7, 10 Jahre alt oder sonst was, oder auch ein bisschen älter. Ich meine auch, so wie ich das in dem einen Video gezeigt habe, Yves Pascal zum Beispiel. Ich meine, die war nicht jung, ja, aber die war halt neu in dieser Branche und ich meine, die ganzen Schlager- und Volksmusiksendungen wie die ZDF-Hitparade, ein Beispiel, die sind in der Zeit halt so runtergegangen. Es gab halt weniger, ich meine, außer Willkommen bei Carmen Nebel, da habe ich nur gedacht, ja, Willkommen bei Carmen Nebel und die Musikantenstadel. Es kommen da einige, auch Nachwuchsleute waren da einige, aber meiner Meinung nach war es immer noch, also zu wenig. Meiner Meinung. Und das habe ich halt so gesehen und ich habe mir dann halt gewünscht oder nicht gewünscht, sondern ich habe es einfach gemacht. Ich habe die Leute unterstützt. Also diese Menschen, die da rumgesungen haben, egal ob sie eine CD rausgebracht haben, noch nicht oder schon oder was auch immer. Egal welche Namen. Also ich kann euch hier gerne ein paar vorstellen, die einfach in der Zeit, wo ich halt auch mit dem Singen angefangen habe, gesungen haben, CDs rausgebracht haben, rumgetingelt, also ich meine, auf allem, was ich für Veranstaltungen, aber weniger in den großen Fernsehen war. Ja? So. Vielleicht mit einem YouTube-Kanal oder sonst ein Video. So. Und es gibt immer noch so viele. Es gibt noch so viele, die einfach weniger im TV sind. Ja, egal, ob es jetzt Goldstar TV oder was weiß ich. Ich meine, es gibt ja auch einige Sender, die Schlager- und Volksmusik spielen. Aber die meisten spielen eigentlich, also oder zeigen uns, also diese ganzen Menschenmassen, die diese Sendungen noch gucken oder Sender, einfach nur, ja, unsere altbegehrten Sängerinnen und Sänger, die in den 80er, 90er angefangen haben, ja.
Und ich habe einfach mir den Wunsch erfüllt und das gemacht. So. Und andere haben halt gesagt, du schmeißt den Leuten das Geld in der Tasche. Ich meine, oder überhaupt, was weiß ich. Oder warum machst du Werbung für die und nicht, also für dich? Oder wie, warum bist du begeistert über die Person oder jene Person oder überhaupt? Oder nicht nur, sondern ich hatte natürlich auch Kontakt mit Fans und den Künstlern und Plattenfirmen und Texter und Moderatoren und was weiß ich. Also ich meine, wenn ich möchte, habe ich das heute auch noch wieder oder keine Ahnung. Ich meine, ich bin ja noch bei Facebook mit einigen von den alten Zeiten befreundet und einige von denen natürlich vielleicht eine Handvoll oder zwei Hände davon. Die machen natürlich noch Musik oder haben eine eigene Plattenfirma eröffnet oder ein eigenes Tonstudio oder was auch immer. Da bin ich, also ich, wenn jetzt jemand sagt, ey, du müsstest ja jetzt neidisch darauf sein oder du müsstest ja mal fragen, ey, warum machst du nicht mit einer Platte mit mir? Nein, wieso? Weil ich, das war nie mein, also es war, bisher war es so nie mein Wunsch, Leute. Ich habe nie mir gewünscht, hätte, hallo, ich sage jetzt auch keinen Namen, die und die hat eine Plattenfirma gegründet oder ein Label oder was weiß ich und ich renne jetzt dahin und sage, oh, wir könnten ja mal was zusammen machen, ne, hast du einen Text und Musik da, ne, nein, also, weil mir fiel ja auch in den letzten Jahren überhaupt kein Text ein, also ich habe nicht gedichtet, ich habe mit den Dichten und den Texten habe ich schon als Kind angefangen, also das habe ich die ganze Zeit so gehabt, aber in diesen großen Wunsch, den ich so reingepackt habe, so arbeitsreiches Leben, da hatte ich überhaupt keinen Gedanken und keine Zeilen, die irgendwie was getextet haben, ja. Und deswegen, das war halt so und ist halt so. Und trotz alledem mache ich es halt weiter, weil es halt mein Wunsch ist, vielleicht auch noch in Zukunft wieder den einen oder anderen kleinen Nachwuchskünstler oder auch, ist jetzt auch schon größer, der eine oder andere ist ja auch, wird, was weiß ich, bei Wattvölk Radiosender und sonst was gespielt, ja. Aber ich meine, in der Zeit, wo ich auch angefangen bin, waren wir alle gleich klein, also gleich am Anfang sozusagen, die meisten. Und die anderen waren vielleicht ein bisschen höher schon oder schon etwas höher, noch höher. Aber für mich waren das alles normale Menschen. Also ich meine, nicht nur normale Menschen sind es immer noch. Ich meine, es ist einfach, ich finde es einfach wunderbar. Ich bin immer stolz, wenn ich dann jemanden wieder sehe oder was höre von denen, was Neues, Produziertes oder sehe, ach, sie haben jetzt eine Plattenfirma eröffnet oder ein Label oder haben ein eigenes Tonstudio oder was auch immer sie halt machen. Oder eine neue Webseite oder eine neue Haarfarbe oder was auch immer oder neues, anderes Design oder was auch immer. Da freue ich mich immer drüber und bin richtig stolz auf die Personen, die da noch in dieser Branche sind, ja, und auch was machen, egal ob sie selbst sich selbst produzieren oder ob sie auch andere produzieren oder ob sie selbst Texte schreiben oder Musik machen oder pff, was auch immer oder ob sie selber nur singen. Ich freue mich immer darüber, Leute. Und das ist kein Neid oder sonst was, sondern es ist echte Freude daran, dass ich diesen kleinen Erfolge oder größere Erfolge, die diese Personen haben, ja, dass ich mich daran erfreue. So, das ist genauso wie, also ich meine, ich kenne, nicht, dass ich die alle persönlich kenne, aber ich meine, ich habe ja auch so meine Lieblingsschauspielerinnen und Schauspieler gehabt, damals so als Kind, heute noch ein bisschen noch, ne? Also ich meine, eigentlich immer noch. Und ich strahle immer so über das Gesicht, wenn ich dann sehe, was sie heute machen oder überhaupt genauso wie, ich kann euch ein Beispiel nennen, die kenne ich auch weniger persönlich, aber ich meine, ich habe die oder liebe immer noch die Musik, Juliane Werding, ja? Super, ich meine, hallo, jeder sein eigenes Geschmack, ja? Wenn du jetzt Juliane Werding nicht hören magst oder es nicht dir passt, ist, ja, ist deine Sache. Aber für mich ist das eine super tolle Sängerin. Ich meine, die hat auch super tolle Texte selber geschrieben und ist jetzt ihren eigenen oder geht immer noch weiter ihren eigenen Weg. Ich meine, jetzt hat ja damals gesagt, sie ist jetzt Heilpraktikerin, hat ihre eigene Praxis. Ja, das ist doch schön. Ich freue mich darüber, dass sie das, also dass ich meine, wenn sie das wirklich macht und das geschafft hat und immer noch macht oder was auch immer sie jetzt macht, also man hört und sieht ja sowieso weniger von ihr, aber ich meine, wenn sie glücklich damit ist und ihren Weg gefunden hat, ey, dann freue ich mich darüber und ich meine, ich freue mich immer noch darüber, weil ich habe ja die CDs noch, ja, man hat ja die Musik, man hat ja die Möglichkeit, noch deren Musik zu hören. Das ist genauso wie bei Andrea Jürgens. Ich meine, das ist wirklich traurig, dass sie halt dieses Jahr gestorben ist, ja. Da habe ich wirklich auch viel geweint, weil ich nur gedacht habe, jetzt
hallo, es bricht die Welt zusammen für mich ein bisschen, weil ich hatte nämlich gedacht, oh, ich meine, ich hatte ein Foto von ihr gefunden, eine Freundin von mir, also die waren auch irgendwie alle zusammen irgendwie befreundet, wie auch immer, irgendwie in der Branche, wie auch immer. So, weil ich ja hier aufräume und ausräume und ausmiste. Und dann habe ich das Bild gefunden und habe gedacht, so, ach, da kann ich sie auch demnächst mal wiedersehen. So, Andrea Jürgens, weil sie lebt ja noch, ne? Also da, wo sie noch gelebt hat, Anfang des Jahres so. Und dann, das war für mich ein Schock, weil ich habe so positiv gedacht, oh, man kann sie dann wiedersehen und dann diese, ne? Und trotz alledem kann ich sagen und bin dankbar dafür und das freut mich halt noch. Nicht nur freut mich, also ich freue mich überhaupt darüber, dass ich noch eine Schallplatte von ihr habe, auch wenn es nur die Weihnachtsschallplatte ist, und auch CDs von ihr und dass ich das letzte Album, was sie halt rausgebracht habe, auch habe. Ich meine, dass ich mir sie noch anhören kann und das ist wundervoll, finde ich. Also ich meine, das ist doch das Wundervollste daran. Also ich meine, was sie auch immer geschafft und gemacht hat. Also ich finde das toll. Und deswegen wünsche ich euch eine schöne Zeit. Lasst euch gut gehen. Ich beende dieses Video jetzt. Ciao.